Jetzt hört man uns auch. Wunderschön. Oh je. Oh je. Mach mal die Musik mal aus hier. Ui, Spiel ist laut. Mal nochmal ganz kurz in die Audio-Einstellungen, warum auch immer die von uns nicht übernommen wurden. Oh, ich liebe den McLaren Center. Was tust du? Ich sagte, ich liebe den McLaren Center. Ja. Ganz genau. Selbe Meinung, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Es ging um ein Auto. Ja, dachte ich mir. Den fährst du nachher auch noch. Ich habe so das dämliche Gefühl, dass mein Stream am Laggen ist. Ich kann mal reingucken. Deswegen ist dann ein Zuschauer. Yay. Yeah. Oh Gott, Handy stumm schalten. Yeah, game. Stream starting soon. Was? Ja, das sind 20 Sekunden Verzögerung. So, halt mal. Ja, du hast es. Ich sehe ein Festival, das niemals endet. Boah, fick die Henne. Was sagst du? Achso. Das ist nicht mehr der Urlaub deiner Träume. Das ist das Leben deiner Träume. Der Audi sieht so lächerlich aus in dem Start. Das ist das Horizon, das ich sehe. Ich zeige es dir. Also. Ja, ohne dich, Fabi. Sauerei. Nee, ich spiele es heute zum ersten Mal, wie gesagt. Also, erstmal antesten. Geh los hier. Gummiband KI. Leckt nicht. Ach, Thorsten auch im Chat. Ach stimmt, du bist auch im Discord. Nein, aber meint ihr. Schaffe! Miau! Ich hätte das Schaffe weggerufen. Das fällt mir gerade mal auf. Miau. FPS Drops. Miau. Winter. Ja, ich weiß, dass es ein Tutorial ist. Alles gut. Mir wurde aber gesagt, dass das Tutorial recht lang sein soll. Deswegen spiele ich es lieber jetzt. So direkt im Stream, damit man dann alles sieht, wie ich mich. Oh Gott, Standbild anstelle. Oh, schön Rockstar Monster Energy. Monster Energy. Rockstar Energy Drink hinten drauf. Ich bin eher der Fan von Monster. Shalom. Shalom. Wie gesagt, ich bin trotzdem der Fan von Monster Energy. Was? Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Nice. Ah, ich muss sogar Erster werden. Ah, cool. Wirst du. Ah, die Karren rutschen wunderschön auf Schnee. Ruhe. Ja, ich bin gerade etwas gefocust. Drifties! Wie guckt man nach hinten? Achso, guckt man nach hinten. Ja, was soll ich sagen? Alles gut. Yibi! Action Jump! Whee! Und Jump Cut in die nächste Jahreszeit. War mir so klar. Frühling. Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
Dieses Jahr, da mache ich Kinder. Ah. Ist das ein Ford? Oh, ist das ein Motorrad? Ja, kannst du auch selber nicht fahren. Hab mit deinem blauen Rauch, du Vogel. Jetzt hat der Orange den Rauch, ich wär dumm. Ich bin jetzt beim Computer aufgehangen. Nee. Doch. Wie rutschig sind denn die Karren? Junge, Junge, Junge. Wir kommen jetzt zum Steinbruch. Hup. Yeah. Schön inszenierte Cutscenes auf alle Fälle. Also das kannst du nicht sagen, Microsoft weiß, wie man Cutscenes macht. Schlagen? Wie soll ich die Motorräder bitte schlagen? Die sind schneller als ich, das ist unfair. Hallo. Hallo. Moin. Ich kann eh nicht pennen, von daher. Bist du mit Handy online? Nein. Achso. Warum? Weil ich mit Handy online bin. Achso. Ich. Hast du was Ding geguckt, was ich dir für ein Spiel geschenkt hab? Nee, ich bin gerade erst wieder aus dem Bett raus. Ich hab dazu noch einen schönen Text geschrieben, ja? Oh, den hab ich nicht gelesen. Das war schön, ne? Dass du mit Mikey, Fox und mir dann zusammen zocken kannst. Ja, dann. Bitte sag mir nicht, ich muss den Beamer fahren. Welchen? Den blauen? Ich hab grad den Stream nicht an. Nee, musst du nicht. Ach, stimmt, das ist. Ist das? Was ist das denn für ein Auto? Hey, ich hab grad das Gefühl, ich hab das nicht so. Kann die dann machen. Der in dem Tutorial, der im Sommer, der Supersportler. Das Erstrennen ist pur der Offroader, der Senna, Bugatti. Und irgendein anderes Auto. Ist das der Bugatti? Nee. Das ist Kim. Das ist der Senna. Ist der Senna. Senna. Nicht Senna. 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 Sieht aus wie ein M, aber ich muss mich hier eher auf die Straße konzentrieren. McLaren. Das ist ein McLaren Senna zum Gedenken von dem Rennfahrer Ayrton Senna. Schön. Okay, von mir aus. Ja, die denken sich dabei was. Weil manche Karren, das ist echt krass, was für eine Story dazu haben. Ja, stimmt, Senna. Und Audi in der Ecke. A8. Und das, was du gerade überholen hast, als du Fragezeichen mit dem Bugatti hattest, das war ein Lamborghini Centenario. Ja, ich weiß, dass das ein Lambo war, das habe ich in der Form gesehen. Ja, ich meine nur. So, das war das Tutorial. Oder auch nicht. Willkommen in Großbritannien. Hey. Digga, oh, das war das erste Rennen vom Tutorial. Mensch, bleib geschmeidig. Ah, das ist ein Bugatti. Ein blauer. Und da ist der Senna. Ist das ein LKW? Ja, es gibt doch LKWs. Ich werde jetzt auch mein Forza anschmeißen. Ich hab's versucht, aber irgendwie hat sich da mein Computer gerade aufgehangen. Das erste Mal im Übrigen. Neu was? Deep was? Deep Thrill. Okay, cool. Neu in was? In Forza? Ja. Auf Twitch? Nein. Ich muss jetzt erstmal suchen, wo man das machen kann. Auf einen Platz im Kader aus. Rebecca ist ein ehemaliger Champion. Sie hilft mir bei der Leitung der Horizon Straßenrennserie. Aufgeregt? Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei Horizon. Xbox-Konsolen mit Leitern. Das wollte ich nicht. Ich lasse euch zweimal das erste Rennen. Viel Glück. Also schön, setzen wir dich hinter Steuer. Welches soll es sein? Oh, welches soll es sein? Oh, stellt mich nicht. Kannst du mir gleich mal dein Windows-Sound-Gedöns schicken? Mein was? Dein Windows-Namen.
Also wie du bei Windows. Achso, ja, gleich. Weil ich muss gleich. D-Pad The Real, Entschuldigung. Ich kann so zusammengeschriebene Namen nicht aussprechen. Boah, welche. Stellt die mich hier vor die Wahl, was ich für ein Auto. Ja, echt jetzt? D-Pad The Real. Deep Fred. Ah ne, Deep. D-Pad The Real? Lol. Focus, TT oder Charger? Audi. TT. Ich hab den TT genommen. Ich hab mir ein Audi in Real Life gekauft, dazu nehme ich den auch im Forza, also boom. Übrigens. Ja, übrigens? Thorsten, du hörst dich irgendwie ein bisschen komisch an. Er ist auf dem Handy. Ja, eben gerade war es doch klar. Jetzt hört er sich an, als hätte er irgendwas verschluckt. Okay. Ich soll meine Kreativität freien Lauf lassen. Sagt mir sowas bitte nicht. Das kannst du sogar. N-Wort. Ja! TT, Bratan. Alles klar. Bratan Salam. Mein TT ist ein Erlkönig. Da. Oh nein, mach nicht irgendwelche kennzeichentechnische Kacke. Wieso kennzeichentechnische Kacke? Weil wir jetzt erst bei Kennzeichenauswahl angekommen sind. Und du hast den übelsten Delay drin. Im Stream. Hä? Ja, ich hab 20 Sekunden. Oh, ich kann das nicht. 20 Sekunden. Doch, das sind 20 Sekunden tatsächlich. Oha. Scheiße, ich kann das nicht nehmen. Egal. The N-Word. Es geht leider nicht. Es zählt als obszön. Oh Mann. Also ein bisschen haben die da schon. Ich wollte bei mir als Kennzeichen Nigeria nehmen, das ging auch nicht. Ist ja rassistisch. Ist das unter Microsoft Store? Das Spiel? Hat aber vielleicht den Hintergrund, dass ich Nigeria mit 2G geschrieben habe. Bin dumm. So, das ist das? Oh Gott. Nee, okay. Guck mal, mein Kennzeichen ist zum Beispiel Tatze 187, ne? Ja, ich weiß, aber. Ich bin Germany. Mach irgendwas mit Fox oder so. Nee, besser. Cancer. Das ist Cancer. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ich wollte erst Fennec nehmen, aber dann dachte ich mir so, naja komm, Cancer ist es. Wie, die hat mich für Veranstaltungen angemeldet? Was soll der Scheiß? Aufs Maul oder was? Fotze? Na. Ach nee. Sehe ich den Scheiß auch noch die ganze Zeit auf dem Drecksnummernschild. Das hätte ich mir anders überlegen sollen. Ich bin mit Spiegel abgefahren. Ich sitze 2 Sekunden in diesem Auto und fahre mit Spiegel ab. Oder muss los. Hey, guck mal, wer mag Züge? Da draußen fährt er. Wieder das Standbild. Ah, nee, war gerade bei mir im Laden. Ja, Thorsten, wenn ich wüsste, wo der Scheiß da ist. Wie man Leute suchen kann. Ich sag's doch bloß. Achso, übrigens. Wenn du das gefunden hast, dann kannst du mir das sagen. Du kannst mir auch mal deinen Namen schreiben, Blattmeister. ABS? Wie ABS? Hab ich ABS an? Das ist mein Name. Okay. Mein Name steht gerade oben links im Stream. Ich lasse ihn mal ganz kurz eingeblendet. Ja. Ich muss aber trotzdem erst suchen, wo man Freunde hinzufügen kann. Hab ich ABS an?
guck einfach mal. Ich habe meine Schwierigkeit ist irgendwo bei 60% oder so. Bremsen, ABS. Unterstützt. Soll ich dir gleich meine Schwierigkeitseinstellung mal verraten? Ich glaube, ich mach mal das ABS aus, ne? Warte, dann kann ich. Kingsman, danke für den Host. Was? Mein Kollege hat voll das Billo-Internet. Ja, er ist mit dem Handy online, da sein Headset auf dem PC nicht funktioniert. Sorry. Ach, keine Ahnung, ich hab auf. Scheißegal. Für den Anfang reicht der Dreck jetzt hier erstmal. Ich will eigentlich Startaufstellung. Ach, ich will einfach nur Rennen fahren. Komm. Warte. Nein. Zu spät, geht schon los hier. Schon drin. Action. Zu spät. Wieso fahr ich gegen Daniel? Das ist der Fotomodus. Wie wechselt man Musik? Also, links, rechts? Ah ja. Also meine Einstellung. Uiuiuiui, das ist ein typisches Forza-Spiel. Bremse greife überhaupt nicht. Oh Gott, meine Lache ist auch wieder hässlich. Wieso fahr ich gegen Daniel? Was soll der Scheiß? Das ist ein Geist, ne? Ach, das ist. Aus dem Weg. Ich fahr Audi. Weg. Hui. Ich hab Vorrang. Aus dem Weg mit deinem Alpha. Nee. Hauptsache spielt mit Ideallinie, aber egal. Was? Kann man die ausschalten? Ja, natürlich. Ich hab doch gesagt, warte kurz mit der Schwierigkeitseinstellung und dann ist wurscht. Aber mach erst das Rennen zu Ende. Ich kann gerade nicht auf Chat achten, tut mir leid. Ich lese das gleich. Aus dem Weg mit deinem Audi, BMW. Ich fahr Audi, ich muss durch. Uiuiui, Bruder. Locker neben ihm ist ein Meckes. Nee, tatsächlich ist das Meckes näher an mir dran als an ihm, aber lassen wir das. Hashtag no homo. Meine Lache ist hübsch. Ich glaube eher, dass meine Lache dreckig ist. Nein! Ich kann nicht fahren, ich bin ein Unter. Nein, nicht ausbrechen, bis das Auto. Oh je. Wie habe ich eigentlich einen Führerschein geschafft? Nein! Dreckskarre. Was für ein Führerschein? Ach so, scheiße. Hervorragendes sauberes Rennen. Ich habe hier 5 Wände weggenommen. Ich muss ja, durch. So sieht's aus. Ich bin der Ossi. Ja, moin. Ich habe diese Namen alle noch nie gelesen, aber es ist auch egal. Ja, du, das gibt hier kuriose Namen. Schinkenwurst 112. Schinken? Um halb zwei? Scheiße, wir haben schon halb. Wir haben schon halb drei. Nee, noch nicht. Was? Ist nicht? Achso, stimmt, wir haben es 2.21 Uhr. Chill. Wovor soll ich chillen? Auf die Minuten kommt so, 9 Minuten kommt so ohne mehr an. Hallo, ich bin Anna. Hallo, Anna. Ja, die ist nervig. Hey Anna, ich brauch Schinken. Ich brauch Einfluss. Nee, ich brauch Schinken. Ey. Ey, so sollst du mich nicht nennen, du Otze. Hallo Axel. Nenn mich nicht so, meine Fresse. Wie nennt es dich? Ja, bei meinem echten Namen. Xbox-Konsolenbegleiter, ja okay. Jetzt genau da schon, ob das funktioniert. Drecks verfickte Hundescheiße, ich hab das da vor uns umgestellt. Fenix, nee. Da bin ich auch grad rein. Ich G-Fox. Ja, da Danke. Steht das. Unter Menschen. Ideallinie kann man ausschalten. Ach, Ideallinie, voll. Nur Bremshilfe, aus. So, wie war dein Name? Warte, ich geb dir grad meine Einstellung, wenn du da... Nö, alles easy. Okay. Stabilitätskontrolle. Komm, nur Bremshilfen. Wieso soll ich sie nicht so nennen? Ich mag sie halt nicht. Geht mir voll auf den. Ich habe gerade so ein komisches Bild. Was ein Panda? Ein weiblicher Zombie sein soll? Nee, ich weiß es gar nicht. Und hast nur 2 Freunde spielt durch Spieler Forza Horizon 4 erkundet Großbritannien. Ja, könnte ich.
Hallo, mein Name ist Axel, ich hasse den Namen, by the way. Bedanke mich immer noch bei meiner Mom. Whee! Menschen, ich hasse Menschen. Bro. Ich such gerade, wo man. Die Gegenhandbremse in dem Spiel, oben rechts, oben links. Weiß? Ah. Das ist kein... Ah! Tess. Hat sich schon beschrieben? Ja, ja. Gut, okay, dann bist du. Also weg. Ich hab Vorrang. VOD. Kannst du mir kurz Fox sein, Namen? Fox 16123. Ja. Sind irgendwie meine Standardzahlen. Ich soll jetzt aber. Hast du. Waschbär? Das ist ein Panda, aber ja. Meine ich doch. Gut, okay. Weil ich Augenringe IRL hab, weißt du doch. Ja, nehme ich gleich. Muss ich gleich mal gucken, wie ich überhaupt annehme. Muss ich da draufklicken für diese bescheuerte Einladung? Du hast mich als Freund hinzugefügt. Ja, ja, aber das meine ich jetzt nicht, sondern Freunde hinzuzufügen. Weil ich will ja Fox ja auch eben. Normal auf der Startseite, dann hast du oben die Freundeliste, also Freunde und Clubs auf der rechten Seite. Jo! Und dann hast du Person oder Club suchen. Ich bin überlegen, gerade einen Club zu erstellen. F in den Chat. Was? Spiel mit Schaltung. Na, also ich spiel nicht mit Schaltung. Ja, pass auf, ich schließ gleich mal G27 an, dann geht das los. Jo. Nein. Ich hab gehört, mit Kupplung auch, ne? Ja, aber sicher. Ich hab gehört, das Spiel ist absolut nicht für Lenkräder gebaut. Naja, es geht schon, aber dann musst du Fahrzeuge extrem tunen. Ja, ich hab's bei Forza 3. Einladung geschickt, Digga. Ich hab's bei Forza 3 gesehen. Ich hab das probiert mit Lenkrad zu spielen. Es ging absolut überhaupt nicht bis zur Hälfte des Spiels. Ja, das ist aber eine andere Sache. Forza Horizon 3 war da nicht so. Also, da finde ich Forza Horizon 4 besser für. Schaltverbund. Wow, ich sag F in den Chat und es schreibt wirklich bei jemandem F in den Chat. Ich bin es absolut nicht gewohnt, jemanden im Chat zu haben. Juhu! Schon scheiße. Bin doch so ein netter Streamer, aber irgendwie kriege ich nie Zuschauer. Aber ist mir egal. Ich stream, weil ich Spaß dran habe. Null. Genau wie der Stream gestern in Rainbow Six. Ja, war lustig. Ja, war schon lustig, das gebe ich zu. Hab schon einige geile Aktionen gerissen, aber leider hat sie niemand gesehen. Aber ich weiß, dass ich sie gemacht habe, also ist das alles, was zählt. Schält, junge Walla. Schälte Kartoffeln. Herr Bebo. Jo, erster. Yay! Vogel der Nacht hilft mir. Das ist ein Vogel der Nacht. Ist das hier irgendwas, was ich nicht verstehe? Ist das eine Nachtigall zufällig? Ob ich mich bis Herbst anderweitig vergnügen kann? Geht los! Achso, nicht so? Oh, verdammt. Wow, du siehst Frankie Beaumont zum Verwechseln ähnlich. Ich bin Joel Carter, Horizon Fahrerbeziehungen. Pass auf, ich habe einen Job für dich. In der Nähe wird dein Wo Film ist die Scheune? Such die Scheune. Ist etwas kurzfristig, ich weiß. Aber was sagst du? Normalerweise läuft es nicht so, dass ich einen Gefallen von dir brauche. Aber komm zu mir, sobald du kannst. Und ich stell dir Mike Steele vor. Er ist im Filmbusiness. Wer ist Mike? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Weil ich hässlich bin. Okay. Au! Jetzt musst du ihm aber auch einblasen. Ne, lass mal. Habe ich schon seiner Mutter versprochen. Oh. Ja, nicht sponsored, Motherfucker. Was soll's? Wie gesagt, ich mache mich da jetzt auch nicht selbst runter und oder sonstiges. Kann man sich hier? Ja moin, hallo. Ich mache mich da auch nicht selbst runter oder sowas. Ich find's einfach schade, dass die ganzen großen
Du bist der Vogel. Ja, moin. Grüße. Grüße, Vogel. Die ganzen großen Streamer halt ihren ganzen Fame einheimsen. Ich bin ein Weeaboo, deswegen das Design von dem Auto. Und die ganzen kleinen Streamer dann halt, die permanent in diesem Schatten sitzen und da nicht rauskommen so schnell. Also ich sag nicht so schnell, weil viele, die ich kenne, haben es geschafft. Oder einen. Shoutout an Bumsgewitter. Aber trotzdem, es ist halt... Oh, ich kann das Nummernschild ändern. Ja, moin. Gott sei Dank. Pilzi? Ja? Bist du in Großbritannien oder Fortune Island? Ich bin Großbritannien. Ich habe mir noch nicht den Extension Pass geholt. Expansion ja, Pass. Ich habe den Scheinfurt gefunden. Zu viel zu dem Thema Weeaboo. Eieieie, eieieie. Was hast du? Ich hab Goldpass. Oh Mann. Ja, also beziehungsweise halt die Gold-Edition davon, die es dazu mal 100 Euro gekostet hat und ich gerade mal für, ich glaube, 30 bekomme. Achso, was noch zu dem Spiel. Was jetzt gerade zu diesem Spiel noch zu sagen ist, ich habe dieses Spiel gesponsert bekommen von dem hier anwesenden Pinzi, Tatze, wie auch immer. Danke dafür. Shoutout an dich. Kein Problem. War eine geile Woche mit dir hier. Ja, kommt bald wieder. Oh je. Und dann für permanent. Oh je. Oh je. Ah, nur für überbrücken. Erstmal. Erklären und ist jetzt auch doof im Stream. Ja, dann lass es, dann machen wir das mal privat. Oh, herrlich. Wo kriege ich Tuning-Teile für? Ah, ich sollte vielleicht die Standardkarre nicht tunen, oder? Hans-Getze Flammenwerfer. Weiß ich nicht, sollte man den Auto tunen? Lohnt sich das? Ich weiß, dass meiner mittlerweile feuerfrei ist. Also lohnt sich's. PXA1, PXA11. Du bist bei PXA1 drin? Nee, ich bin bei Ei! Meine Fahrkürze sind PXA9. Meine Fahrkürze sind wie immer on fleek, wollte ich mal gesagt haben. Ich war mal bei PXH1 drinne. Dann hat mein Computer gesagt, nö, hat mich dort rausgehauen und ja. Was spielt ihr? Über was spricht ihr? Das sind Teameinteilungen. Achso. PXH ist auch eine sehr große Racing-Community, was das angeht. Ganz doofe Frage, warum zum Teufel ist mein Audi in der Cutscene grau, obwohl ich ihn gerade umlackiert habe? Das weiß ich auch nicht, das leckt manchmal. Ah, okay. Das ist der einzige Nachteil. Also es lohnt sich nicht, den Audi aufzutunen. Ah, jetzt fahr ich den Bugatti, doch, guck mal. Klar. Also ja, mein Chat hat gerade gesagt, Audi TT nicht tunen. Doch. Willst du sagen, mein Chat lügt? Ja. Chat lügt nicht. Chat hat immer recht. Chat will immer nur das Beste für dich auf Twitch, Kappa. Oh, ich hab den auf 800. Mercedes GTR? Nee. Für mich gibt's nur ein GTR. Du kannst ja so viele Karren kaufen. Geht ja, moin. Also. Oh, ich weiß, was in dem neuen. Oh. Oh. Ich hab einen goldenen Peel. Ich soll 250.000 sparen, um mir den Mercedes GTR zu kaufen, um direkt auf die Fresse zu ballern. Nee. Das hier wird ein Casual Playthrough, kein Speedrun, okay? Klassische Verfolgungsjagd. Der Held wird von einem Jet gejagt und entkommt. Du kannst dir so viele Fahrzeuge aneignen. Wenn du so gut bist wie Joel behauptet, wird das ein Klacks. Allein ich habe jetzt schon über 100. Immer schön atmen. Nee, über 200. So sieht's aus. Mit dem Hurrikan durch die Gegend ballern, ne? Schritt für Schritt, alles wird. Nee. Doch, geiles Ding. So, wie so sieht's aus. Nissan GTR, einziges GTR für mich. Hallo. Ja. Willkommen zum Richtung. Ja, ja. What the fuck? Ich bin Level 88. Ich möchte eigentlich nicht weiter leveln. Ich habe das Spiel gerade angefangen.
26. Ja, der Böse sitzt in dem Jet, na und? Halte du nur die Nerven im Rücken. Also nicht der Schwächstrecker, sondern so, nee, nee. Ja, I noticed you, Chat. Hello. So, du, auf was hast du den GT? Auf 800, ne? Ja, pur, gerade 800. Und ich hab ihn auf der S2914. Das ist gutes Material. Wie gesagt, Vollaufbau, ne? Ja, ich hab keinen Vollaufbau gemacht. Musst du ja auch. Nö, aber bei mir haben fast alle Autos Vollaufbau. Einfach weil sie es können. Ich suche ganze Zeit, wie ich dich, wie man in einer Kolonne spielen kann, Digga. Ja, auf Digga zu sagen, Digga. Digga, Digga. Westen und so. Alles gut. Ja, mehr Nordwesten. Der Bereich, in dem wir filmen, ist gekennzeichnet, okay? Fahren die Startmarkierung. Ja, mein TT ist auf gerade 800, ja. Nein, das gibt's nicht! Das war so scheiße von mir! Nee, das muss ich nochmal machen, damit bin ich nicht zufrieden. Was soll das denn? Eigentlich die G-Klasse schon? Ignoriere die Kamera! Guck mal, wie er. Ich hab zu viele Autos, Alter. Mensch, was man echt sagen könnte. Glückwunsch! Du hast überlebt! Oh, ich hab Minijunk, wo wirkst? 926, habe ich da den Relais-Motor drin? Habe ich es geschafft, den Bugatti driften zu lassen? Nee. Ich glaube, das war einfach nur komisch. Irgendwie ist bei mir übrigens auch dein Stream hängen. Na, also, anscheinend. Bei mir. Jaja, mein Stream läuft bei mir selber noch. Aber ich meine, etwas. Ja, du hattest bei mir ganze Zeit Standbild. Echt? Kannst du bei mir liefern? Ja. Ja, nee, ich musste einfach nur. Ja. Was? Dirtrennen? Ken Block? Hallo? Nenn mich Ken Block? Nein. Das ist Rallycross. Ach, oh, scheiße. Ich hab den Rallye-Motor drinne. Mein Fehler, tut mir leid. Weil. Nee, aber ich mach auch nicht immer alles auf Vollaufbau. Das ist auch immer Bullshit, Vollaufbau. Ja, klar. Aber wenn man das Geld hat. Das ist egal. Das Geld dafür habe ich auch. Shit, entfernen, ich möchte keine Nummer schnell dran haben. Welcher war der Radiosender mit deiner lizenzfreien Musik? Genau. Das, was ich dir vor uns vorgelesen hatte. Ich mach Radio prinzipiell aus. Ja. Ne, ein bisschen Musik habe ich immer. Forza Horizon 4 hat ja auch einen Streamer-Modus. Mein Stream läuft besser. Naja gut, ich hab vor uns ein paar Einstellungen geändert zu dem Stream von gestern. Dadurch, dass ich gesehen habe, wenn ich mich recht schnell bewegt habe, dass es etwas verpixelt war. Aber ich glaube, das ist jetzt immer noch, wenn ich das gerade so sehe. Ah, ich hab's gefunden. Trittst du mir bei oder lädst du mich gerade ein? Ich lade dich ein. Weil für beitreten müsstest du mich einladen, darum. Wo war das jetzt? Direkt unter Start, wo rechts Freunde einladen. Achso, direkt neben Katzens, kann man nicht in die Pause gehen. Was neues. Komm nach dem Rennen zu mir, wenn du noch etwas brauchst. Oh, Fox ist ein Nachmacher, er hat mir den Skin geklaut, sehe ich gerade, das Design. Hä? Den habe ich einfach runtergeladen. Ja, ich hab den auch einfach runtergeladen. Entschuldigung, ich bin Alex und auf dem Festival für Dirtrennen zuständig. Nee, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Die paar Pixel werden nicht meine Karriere ficken. Oh scheiße, ich muss wieder Auto auswählen. Ich glaube Subaru ist es. Klasse, der Subaru. Ja, Chat schreibt auch gerade, nimm den zweiten, ist der Subaru. Ja, Subaru habe ich auch genommen. Der Subaru Impreza. Ach, oh, Rechtslenker. Bitte? Nicht alles gut, ich hab grad laut gedacht. Notice me, Subaru-chan. Sind Sie mit beigetreten? Ja, ich möchte nach Großbritannien reisen. Treffpunkt wo? Ja, ich bin an einer
Ich bin an der Sonnenschein-Festival. Well, zu spät, falsches Auto genommen, aber ist jetzt auch egal. Aua. Egal, es ist egal. Ich hätte sowieso den Subaru genommen, weil ich den deutlich geiler finde. Vor allen Dingen, du kannst diese Frontscheiben so und so auch noch abmachen, ne? Oh, Drifties! Oh, ich hab den Kontrollpunkt verpasst. Mhm. Also ich bin am Festival. Nee, ja, aber mir lädt's noch. Der Computer ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass der das Spiel spielt. Oder Chef. Das ist mein Alter, also der ist wirklich auf überhaupt nichts ausgelegt. Eigentlich. Früher waren wir ganz geil. Naja. Zeiten erinnern sich, ne? Dich und deine Gang. Bruh. Oha, da ruckelt dein Stream gerade. Echt? Jo. So wie lillig? Gefühlte 16 FPS? Nee, oder? Also zumindest gerade bei mir. Ah, jetzt läuft er wieder flüssiger. Nein! Ich hab die Karre gekippt. Weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Fuhrpark 57 Millionen. Ja, kostet fast gar nichts, ne? Scheint bei dir gewesen zu sein, Fabi. Ah, cool. Fuck. Ich kann echt dieses Rennen nicht fahren. Also selbst bei mir persönlich läuft er flüssig. Und ich hab den auf dem Fernseher hinter mir an. Ich muss mich immer umdrehen, wenn ich meinen eigenen Stream gucken will. Das ist richtig nervig. Weil ich jetzt mal eine scheiß perfekte Runde hinkriege. Oh je, was, 60, 60 FPS? Das ist schön. Wenigstens ist dieser Pit. Ich habe nichts gesagt. Wenigstens dieser PC mal von Nützen. Den ich mir von Twitch Money gekauft habe. Yay. Gelände, ich bin in 7,3 Kilometer da. Jo. Da hat sich irgendjemand verfahren. Nein. Nee, Oh, da war ein Baum. Komm, wir machen es mal einfacher. Ich hab dir mal was auf der Karte gepinnt. Ich lenke zu hart. Ja, das kann durchaus sein. Ich stehe auf hartes Lenken. Ich bin gerade auf dem Weg zum Festivalgelände, also. Ja, darf ich den Subaru behalten? Ja, natürlich. Echt jetzt? Nice. Was hast du mir angepinnt, weil bei mir? Ach, da. Nein! Oh, ich hab fast den Skyline beim Spin gewonnen. Nee! Nee! Ich bin Jay. Hallo Jay. Nee, manche kriegst du nicht über den Spin. Siehst dir einfach mal an. Vielleicht laufen wir uns ja da über den Weg. Manche kriegst du halt nur über den Spin und so. Hui. Jo, ich hab fast den 2000er Skyline bekommen. 99er
90er Skyline ist nur real. Wo bist denn du jetzt? Ach, du fährst da gerade erst runter. Hallo, Ortus. Sind 15.000 in diesem Spiel viel? Nö. Nö. Okay. Ein paar Reifen Yikes. Kosten 10.000. Darf ich das Spiel auf Englisch umstellen? Au. Warte mal, da ist die Windmühle. Ob das nochmal funktioniert? Ja. Yeet. Oh shit. Oh shit. Drifties. Yeah. Ach fuck. Was hast du getan? Ich bin beim Festival. Hast du mir 20 Euro donatet? Ah, schade, ich dachte, du hast mir 20 Euro donatet. Wups! Ich Geld? Woher? Meine Mundschild ist abgefallen. Yibi! Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Ich überlege gerade, welchen Auto ich oder was für ein Auto ich dir mal zeigen soll. Ich hab ein ganz lustiges. Mich kannst du eigentlich so hart nicht flashen, also. Ah, fuck, den fahr ich mit dem Subaru. Ah, der Mini ist geil, oder? Der ist war nicht schlecht aus. Also, du musst sagen, das Design habe ich oben runtergeladen. Was kriege ich denn rein? Der Ford ist geil. Der Ford ist geil. Wie viel auch ein Peppy? 5,2 Liter V10 oder 4 Liter? Ich bin übrigens Jay. Alex redet dauernd von dir. Wenn du nur halb so gut fährst wie er. Ich glaube, das ist der aus dem GT2 RS. Aber bevor du kommst, solltest du eins wissen. Das Festival sieht das hier nicht unbedingt gern. Hab ich also erzähl Kira den jetzt eigentlich schon? Hab ich noch nicht. Ich muss los. Viel zu tun. Aber wir sehen uns, ja? Komm einfach zu den Treffen, auch wenn es sie offiziell gar nicht gibt. Ich sorg dafür, dass jeder auf dem Horizon weiß, wer du bist. Schrei nicht so in dein Mik. So Viel Spaß, okay? Irgendwas fahr ich denn? Das ist gar. Was ist das für ein Rennen? Das Lied kenne ich, das ist geil. Tunnel Vision. Kann es sein, dass das Subaru Allrad hat? Ja. Ah, ich merk's gerade. Was für eine Frage. Ja, doofe Frage. Ich nehm's. Ich bin ein Hurensohn. Nein. Lass deine Rudi aus dem Spiel. Ich bin ein Spacken? Passt besser. Soll ich mit einem Opel rauskommen? Mit einem Opel Manta 400? Boah, hast du einen Manta? Ja, den gibt's hier auch. Moins moin, meine Freunde. Jo, 295er Puschen auf der Karre. Nur? Wenn du gleich siehst, was ich fahre, wirst du sehen, was ich meine. Ich hab den Rennen gibt's gegen 335er. Ich hab das heftigste 365. Ich weiß, womit ich rauskomme. Ich soll schon mit dem TT rauskommen, mein Ehrenkönig. Ja, ein Subaru hat gerade ein Lambo und eine F40 überholt, also ja. Du glaubst an Gott? Glaub ich nicht. Ich bin der einzige Gott hier. Ich drifte mit einem Allradauto. Fick dich. Dein Argument ist ungültig.
Ich kann keine Kurven fahren. Lulz. Warum ist mein Kennzeichen eigentlich dran? Ich hab das da abgemacht. Wo konnte ich nochmal Hupen ändern? Auf dem Festivalgelände. Beim Schönheitschirurg. Danke. Mann. Sorry. Aber der war Vorlage. Eigentlich habe ich damit schon eher gerechnet. Oh Mann. Unter Straßenrennfahrern gibt es lauter unausgesprochene Regeln über Respekt, Ehre und wer mitmachen kann und wer nicht. Aber du musst nur eins. Respekt, Ehre, deine Mama. Gefahrenschild aufgestellt. Sieh es dir doch an, wenn dir auf dem Weg der Sinn nach Action steht. Sind bitte ein Gefahrenschild. Okay, also was zum Springen. Wenn du so fährst, bist du immer willkommen. Was? Ich komme aus der Cutscene raus und das erste, was ich höre von einem NPC ist Pissen. Ja, läuft bei dir, ne? Ich glaube, das Spiel hat richtig Bock. Das war fast cool. Mein Navi war gerade perfekt zum Drop, Alter. Geil. In 400 Metern rechts abbiegen. Was war das denn für eine Gummikarre? So, wo fahrst du rum? Ich bin gerade. Warte, bleib doch stehen, wo du bist. Ich komm zu dir. In 200 Metern rechts abbiegen. Ach, fuck, ich hab einen Unfall gebaut. Ach, musste der NPC dort sein? Ah! Helvete! Kennst du dieses berühmte Video von diesem einem Elektro-Audi RS4? Ja. Der sich auf der Stelle dreht? Ja. Das kam meiner übrigens auch. Kennst du meinen Ehrenkönig schon? Lol. Sorry. Oh nein, hier fahren Mitsubishi Lancer mit. Cool. Ah, jetzt. Nee. Soll ich den gerade auch rauspacken? Obwohl, nee, auf welche Stufe hast du den? 900 Porto, glaubt er. Okay. Warte, ich pack was anderes aus. Weil der hier ist auf Strich 900, ne? Ich pack was aus, womit du oder womit keiner rechnen wird, der mich kennt. Erzähl Oha, es. Er fährt Golf. Nein, er fährt Golf. Golf? Nein, keine Ahnung. Ich war also überlegen, ob ich den Golf nehme oder den Mercedes, den einen. Jetzt bin ich am überlegen. Oh, warte, mit Mercedes kann ich mitpumpen. Ach, ich nehme Mercedes, mit denen kannst du nicht mitpumpen. Oh, ich hasse Mini-Rundkurse.
ich hab das Top Gear Ding noch nicht gemacht. Nee! Boah, die Dinger kann man zum Glück umfahren. Aber bei dem muss ich auf Automatik schalten, weil. Naja. Ist sonst dezent nicht steuerbar. Schaltung, Automatik. Ein bisschen durch. Vorne geprescht. Aber den will ich jetzt nicht fahren. Ich bin mir doch gerade wieder den Wunsch. Hup ist lustig. Oh, fuck, Alter. Wieso Ruf? Was? Wieso Ruf? Ich sagte Hupe. Achso. Ich hab Rufus lustig verstanden. Rufus? Der ist Rufus. Ruf, die Marke. Achso, oh. Achtung! Wow! Man kann ab Level 20 den Top Gear Modus machen. Dort kann man den Mercedes G63 6x6 umsonst bekommen. Genau. Ah. Ja, moin. Hallo Fox. Moin. Aber ich bin nicht der Einzige, der abgehoben ist. Ich flieg grad zur Überbaugruppe. Plötzlich fliegt Thorsten über mich. Ha? Moin. Natürlich, dass es erst im Herbst losgeht. Du bleibst doch bestimmt gern. Ist es eigentlich übertrieben, in einem Kombi 9 Gänge zu haben, um fast 400 fahren zu können? Das ist aber eine ganz dämliche Frage. Wenn die sagen Herbst, meinen die aber nicht Real Life Herbst, oder? Nein. Gott sei Dank. Einmal in der Woche ändert sich die Season. Jeden Donnerstag. Achso, also einmal im Monat meinst du? Nein, jeden Donnerstag. Naja, das wäre dann jeden Monat einmal eine neue Season. Ne, jede Woche, also. Ja, jede Woche Donnerstag. Ja. Ist logisch. Hat ein Monat nicht nur fast 4 Wochen? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Jeden Monat ein, ja, genau. Na siehste, hab ich doch recht. Ich dachte, ich bin absolut retarded. Nicht nur so ein bisschen. Oh, die Drifties! Ach, scheiße. Ganze Drift, du! Jo. Soll ich mal mein kleines Biest nehmen? Also, ich hab den Porsche jetzt, den 900er. Okay, du willst mit dem Porsche fahren? Geh ich mit. Wow, geh ich nicht mit. Ich nehme gerade irgendein Auto. Ich kam nicht zur Auswahl meines Autos. Ah, cool, ich nehme den Mercedes. Der ist nicht für Rennen ausgelegt. Keine Ahnung, ich habe den noch nicht so wirklich gefahren, also von daher. Ich hatte Langeweile mit dem Fahrzeug, habe also dementsprechend bei der Karre einfach mal Feuer vorgemacht, alles rein, was geht, und dann festgestellt, nein, ist scheiße. Ohne Abstimmung. Uiuiuiuiui. Oh shit. Doch. Gib Steinwände. Ein bisschen lang auf dem Kader. Klaus. Das ist aus. Ich habe irgendwas falsch eingestellt. Ja, das mit den Seasons war jetzt gerade wirklich absolut verwirrend. Nichts gerallt, ey. Alter, hast du gerade ernsthaft Nacht genommen? Nö, ich hab einfach ein scheiß Rennen genommen. Die Filmproduzenten haben dieses Haus als Filmset. Aber ich hab irgendwas falsch eingestellt. Aber sie sind mit dem Dreh fertig. Also steht es leer. Ich hab nachgefragt. Und weißt du was? Ja gut, ne? Sie sagten, wir könnten das Haus als Dankeschön für deine Arbeit. Alle gegen uns, Digga.
Möchtest du das Haus für 0 Credits kaufen? Nee. Tja, da dies ein Geschenk der Filmfirma ist, hier sind die Schlüssel. Was, ich kann mir GTR holen? Aber nicht ein R34, ich oder? Das Ding nochmal an. Ab. Deine Garderobe ist wie das, eine ist, das war scheiße. Das ist Kokolores. Je mehr du dich präsentierst, desto mehr Kleidung bekommst du. Ein großer Name braucht großen Stil. Hey. Au, ernsthaft, eine Wand. Kannst du auch abbrechen, Digga. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ich dachte, man wird automatisch mit rausgenommen. Nee, leider nicht. Ich muss dich auch wahrscheinlich neu einladen. Nö, darauf warten, dass Otto's die Spieler so deine Kolonne startet. Geil, bei mir findet. Zeig uns ist bei mir findet eine Horizon-Sitzung. Live-Sitzung. Vertrau mir, das wird großartig. Naja, du findest die, wenn du die gefunden hast, trete ich dir mit bei. Aua. Warte. Es gibt Siegerposen, richtig? Ja. Ja. Den Clown-Tanz von Fortnite, wunderschön. Gibt's den Dab? Warum bitte sag, es gibt den Dab. Keine scheiß Sitzung, Mann. Weil der jetzt automatisch für zwei Leute sucht. Und es ist gerade, glaube ich, ein Amerika-Tag. Hat damit nichts zu tun, wir sind auf den EU-Servern unterwegs. Es gibt keinen Dab. Ich bin enttäuscht. Das stimmt nicht. Er heißt nur anders. Ja, wie denn? Weiß ich nicht. Aber ich hab ihn schon gesehen. Oh, ich hab einen Wiesbin. Aber es gibt die Running Man Challenge, das ist auch ganz cool. Die. Egal, lassen wir das. Yay, 2015er XES Jaguar. Komm schon, ich bin Weeaboo. Gib mir eine Weeb-Karre. Oh, es gibt keine Weeb-Karre. Oh. Oh doch, lol. Oh, you must like me. Danke für den Follow. Oh ja. Oh mein Gott, das. Oh, es gibt wirklich einen Dab, der ist blau. Ich bin an ihm vorbeigegangen. Oh, cool. Egal. Egal, passiert. Autosammlung, zeig mal her. Kann ich... Kann man sich Autos kaufen? Ich finde keine scheiß Season. Wo kann man sich Autos kaufen? Oh. Habe ich gerade freigeschalten. Ups. Nachdem du das Tutorial, den Prolog gespielt hast. Na, ich habe jetzt das Haus bekommen. Ah, hallo Microsoft. Alter, ich habe mich vor dem Achievement erschrocken. Oh Junge, 3 Uhr morgens, Zeit für Krambürger. Sieh mal an, wer es in die Herbstsaison geschafft hat. Du bist schon fast für die nächste Runde der Dirt-Rennserie qualifiziert. Komm nach Tarnhaus. Du wirst dich wundern, wie anders es im Herbst aussieht. Moin. Dein Radio kann jetzt noch mehr Sender empfangen. Wenn du auf Drum and Bass stehst, dann hör doch bei Hospital Records rein. Und falls du etwas Feingeistiges suchst, versorg dich Timeless FM mit klassischer Musik. Oh ja, Junge. Mozart. Der Shit. Ich grüße den Chat erneut. Ja, nee, ich muss das Spiel neu starten. Oh! Geil, Lego Speedrun ist frei. 100 Metern rechts abbiegen. Oh.
Hast du nicht die Gold Edition? Ja, die schaltest du auch nochmal ab einem gewissen Level schaltest du erst frei. Achso. Meine Hot Wheels war ja noch halbwegs okay in Horizon 3, aber Lego? Wirklich? Ja, wenn du es so flüssig betrachtest, ist es ganz lustig. Ja, gut. In dem Falle. Bin noch mit dem Tutorial beschäftigt, von daher. Laut. Ja. Habe ich das? Das Design ist echt nice. Gefällt mir. Also, ich sollte dir vielleicht sagen, dass der Matsch da draußen nach all dem Regen in letzter Zeit echt rutschig sein wird. Dieselbe Strecke, komplett anderes Fahren. Ah, du gehst jetzt einen Fappen und kommst morgen wieder mit dem GTR-Verlauf getuned. Na danke. Na dann hau rein. Wenn du Handtücher brauchst, ne? Bisschen überflüssig. Ja, okay. Im wahrsten Sinne des Wortes überflüssig. Boah, Alter. Grüße gehen raus. Oh, you must like me. Oh, ein zweiter Follow. Ich bedanke mich noch einmal. Danke, danke, danke. Es ist eigentlich ein bisschen krank, den Aventador LP 700-4, also 2012er Lamborghini, auf Klasse X999 zu haben. Nö. Anscheinend nicht. Kann man mal so nehmen. Du kannst fast jede Karre auf X99 kriegen. Ja, klar. Wenn ich dich an das Taxi des Todes erinnern darf. Taxi des Todes? Den hab ich immer noch nicht. Ein Taxi mit dem V12 Motor. Bitte? Ah, jetzt bin ich wieder da. Oh je. Ich hab einen vor mir, der heißt Olli. Jo, Olli! La 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 la. Ich bin schon groß und vier. Was macht ihr, Olli? Das ist nicht lustig. Nee, was der gemacht hat, ist ehrenlos. Ich muss eine neue Sitzung finden, Digga. Xbox-Spieler müssen zusammenhalten. Ich spiel gar nicht auf der Xbox, spiel auf PC. ich spiel auf Master Race, als ob ich mich auf so eine Gammelkonsole herablasse. Mensch, ein PS4. Ja, die hast du auch zu Hause stehen, nutzt du nicht. Ja, die benutze ich für YouTube. Lassen wir es mal. Ich habe auch eine Xbox hier stehen, also sagen wir es mal so. Das Einzige, was ich nicht hier stehen habe, ist eine Wii U. Noch nicht. Zu Hause. Lügt nicht. Also irgendjemand lügt hier. Gruppenangaben werden. Achtung, Gruppenangaben werden ab. Bitte warten. Okay, das klingt doch schon mal vielversprechend. Du bist meiner Kolonne beigetreten. Geht doch endlich. Ach, Huben, Mensch. Hab's gefindet. Warte, ist das Spiel nicht konsolenübergreifend? Ja, ja, du kannst auch mit Xbox-Spielern zusammen spielen. So viel zu dem Thema mit Xbox-Spielern zusammen. Ja, moin Leute. Trimax hier. Nimmst du alles zurück, was du gesagt hast? Nö. Xbox ist trotzdem eine geile Konsole. PC Master Race.
Was Konsolen nicht haben? Aufrüstbare Teile, flüssige FPS, geile Spiele. Wobei ich sagen muss, Halo ist schon, ja. Kommt übrigens auch für PC raus. Also, ich bleib bei meiner Aussage, geile Spiele. Habe ich nicht gerade die Schwierigkeit hochgestellt? Egal. Was für eine Fahrt. Hab ich eigentlich schon. Übrigens, ich habe das auch am Anfang eingestellt gehabt, von wegen nur Ideallinie bei Bremspunkten. Das ist so ein Bullshit, weil dich das Spiel zwischendurch so hardcore verarscht mit den Bremspunkten. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Deswegen gucke ich alle 2 Sekunden eher runter auf den Taro. Taro. Aufs Radar. Auf der Karte. Ja. Weißt du, was mich gerade interessiert? Können wir das machen? Nein. Was? Ach. Ulla, wir sind nicht in der... Ich bin nicht Anführer. Haha. Was hast du denn vor? Er freut sich auch darauf, mit der Querfeld-1-Serie loszulegen. Ich wollte ein Event starten. Worauf wartest du noch? Tonight, ja, ich guck gleich mal, was ich dir gebe. Ich brauch die Polizeisirene, Mann. Das ist ein bisschen ein Fan-Favorit hier. Warum zum Teufel habe ich... das war die Top Gear-Series. Okay. Ich hab mich gerade gewundert, warum hier auf einmal jemand was mit britisch anfängt. Und chillst du eigentlich schon wieder rum im Festival oder was? Ich bin gerade beim Festival, ja. Ich bin gerade im Festival. Tu gerade meine Hupen weg. Nur zur Info. Die Automesse ist jetzt eröffnet. Komm vorbei und schau dir alles an. Oder ich schick dir den Katalog nach Hause, wenn dir das lieber ist. Ach, jetzt kann ich Autos kaufen. Guck an. Jetzt bin ich auch online. Ja. Jetzt kannst du auch bei uns in den Kollern rein. Theoretisch. Aber dadurch, dass ihr mich eh permanent nur abfetten werdet. Nein. Ohne Witz. Das hat damit nichts zu tun. Weil, ich sag mal, vom Prinzip her können wir auch sagen, kann man auch vorschreiben, welche Klasse vorgegeben ist, mit wie viel Leistungspunkten. Ja, dann kannst du sehen, dass wir halt Serienautos nehmen müssen. Genau. Dass wir Stock fahren müssen oder bis maximal 800 getuned oder whatever. Schon Fotos. So, wie war es jetzt mit Kolonne? Was? Ja, 8,5 Millionen, Alter. Wo gibt's Fähigkeitspunkte in einem Rennspiel? Ja. Nee! Aber das hat nichts mit Driving Skill zu tun. Achso, gut. Ich war gerade mad. Lies es dir erstmal durch, bevor du meckerst. Nein, weil ich jetzt bloß Fähigkeitspunkte gelesen habe und in dem Moment hat es mich ins Menü geworfen und ich war halt absolut abgepisst. Ah, okay. Ach, das sind so Bonus einfach. Boni? Bonen? Ja, Boni. Wo bist du? Gerade auch drin. Achso, dann war ich draußen. Also ich kann erstmal bis das erste freischalten. Klingt logisch. So läuft er. Okay, cool. Ach, und man wird direkt wieder ins Spiel reingeworfen. Uiuiuiui, okay. Kann man machen.
Mensch, wo bleibst du denn? Ja, entspann dich mal. Ich hab's richtig chaotisch und draußen, was auf dich wartet. Jo, da hat irgendjemand Spaß, die Leute zu synchronisieren. Zumindest die Radiosprecher. Kann man irgendwie hören. Was ist das denn für eine Printe? Ja, moin. So ein dreirädriges Auto, ey. Das ist ein. Wie heißt der? Peel. Ja, Peel. Kann ich auch einfahren. Okay. Willst du deinem Auto ein paar große Upgrades gönnen? Jedes Auto, das du hier siehst, kann eine individuelle Karosserie haben. Hier kannst du aus Schrott Gold machen. Boah, ja. Unfahrbar, das Ding, Alter. Focus RS. Und Königsegger Gera. Lamborghini. Urus, okay, cool. Oh, ich weiß, was wir machen. Vorsicht. Gibt's den R34 in dem Spiel überhaupt? Ja. Ich finde gerade bloß den GTR V-Spec. Der 34er. Ach so, das müsstest du machen. Egal. Aha. Du bist immer noch. Ah, hier guck mal. Es gibt den Warthog aus Halo in diesem Spiel. Ja, yep. Es gibt noch was viel Lustigeres. Will ich's wissen? Ach du Scheiße, es hier sind ja. Es gibt noch ein anderes Fahrzeug aus einer am anderen. Möchtest du mir verraten, was? Vero. Du wirst es irgendwann. Los, Alter. Ah, wow.
Alter, der Silverado sieht da fett aus von der Corvette. Der Chevrolet, ups. Corvette, wie komme ich jetzt auf Corvette? Das lädt zum Glück bei mir überhaupt nicht lange, nö. Nö. Kein bisschen. Ich schlaf nur ein. Ja, es tut mir echt übelst leid, Alter. Sind das DLC-Inhalte? Ja. Nee, gratis? Gratis Autos? Ja, klar. Gratis. Sind sie wirklich? Sind sie wirklich gratis? Also die sind so wirklich gratis, ne? So, jetzt. Beitreten. Ich hab's falsche Auto genommen, aber egal. Ja, wirklich gratis, das ist okay, cool. Danke, Spiel. Kaufe deinen ersten Wagen in der Auto. Ich hab für das Ding nichts bezahlt. Event wird gestartet. Leute, bei mir hast du die Sitzung verlassen. Nö. Es gibt hier wirklich den LKW zu kaufen. Ja, nicht nur einen. Also ich habe jetzt bloß den von Volvo gefunden, weil ich jetzt aus Versehen mal nach ganz links... Es gibt den von Volvo, es gibt einen von Benz. Nee, es gibt mehrere von Benz. Nee, ja. Ja, ein Unimog und den Renntruck. Das eine Auto sieht aus wie der komische gepanzerte aus GTA. Der Warthog? Nee, nicht Warthog. Nein, sondern der Ura, irgendwas. Wie heißt der? Nee, Terra Typ Terra irgendwas. Ja. Porsche Pil Pagani? Okay, cool. Opel. Manta und Kadett. Na, schade. Ja, Vauxhall. Ja, Rest steht nur Vauxhall. Ich finde gar keinen 34er. Barbie, das Spiel hat mich beschissen, es gibt keinen 34er. Digga, ja, du bist doch bei mir gerade erst bei Porsche. Ja, ich bin bei Nissan gerade. Ich habe hier bloß die GTR V-Spec von 97 und den von 93. Ja, vielleicht weil wegen... Achso, das kann sein, dass sie mich aus der Sitzung rausgeschmissen haben, weil ich gerade zu lange gebraucht habe. Und den V-Spec von 99 musst du über einen Wheelspan kriegen. Ach komm schon. Das ist doch schwul. Egal. Lohnt sich jetzt für den Anfang irgendein Auto zu kaufen? Ist ein Benzer. Prinzipiell eigentlich immer. Nur du musst halt vergleichbar sein, dass. Ne? Also, das musst du dann noch fahren. Boah. Sag ich es mal so. Zumindest am Anfang. Ich mag Autos. Jetzt überlege ich gerade 97er V-Spec. Um erstmal ein Auto aufzubauen. 93er oder 97er? Was denn? GTA. Ich hab den 97er. Ja, der ist auch von den Stats ein bisschen besser. Nehmen wir den, komm. Ich hab den 2012er. Pfui, den Black Series. Den 97er. Ich hab den 71er. Den 2000er GTR. Das ist ein geiles Ding. Der ist sogar bei mir noch Stock. Nee. Da ist bei mir richtig bekloppt. Den 97er hab ich auch noch nicht aufgetuned, sehe ich gerade. Aber dafür den 2002er JP Performance. Der ist von Tohu. Dings Look. Das Design ist von Tohu. Yes. Yes. Gimme. Aua. Grüße ans Knie.
Boah, ich muss die Felgen ändern. Uiuiui, ist der ugly. Tune dich den. Design und Lackierung. Upgrades und Tuning. Also, das ist ein Fuhrpark, wie du siehst. Hier kannst du an deinen Autos arbeiten. Soweit alles klar? Die alle Upgrades, ist das nur Motor oder auch äußerlich? Ja, auch äußerlich. Und das Wichtigste, hier wechselst du deine Reifen und Felgen. Gucken wir mal, was noch alles finden. Machen wir erstmal ein bisschen Musik an. Kann man die Felgenfarbe auch ändern? Ja, du kannst so viel mit Lackierungen machen, das ist schon krank. Ach komm, nur weil ich dicke Puschen drauf haben will? Macht die mir meine Karre schlechter? Im Ernst jetzt? Lass ich mich. Kilos, aber das ist, sind 9 Kilo, Alter. Das ist nur Gewicht, was drauf halt, kommt. Das macht halt so überhaupt keinen Unterschied, sehe ich gerade mal. Das heißt, ich kann mit den dicksten Puschen draufpacken, wie ich lustig bin. Das macht halt keinen Unterschied. Ah, das ist halt Gewicht, ne? Nee, das ist tatsächlich, nee, es geht mir jetzt um die Zollgröße. Das hört sich vielleicht jetzt doof an, aber ich überlege gerade, ob ich mir den Spoiler von dem Skyline abbaue. Ich guck dir gerade nebenbei zu, ne, mit den Felgen, ne? Lass mich! Findest du nicht, dass deine Felgen ein bisschen groß geworden sind? Nein! 20 Zoll ist nicht groß! Oh, doch, finde ich schon. Tschüss! Mit dir spricht keiner. Antrieb wechseln? Nein, um Gottes Willen, kein Antrieb wechseln, dann schon Allrad, hau ab. Hier findest du Handling, Plattform-Tuning und all das. Hier sind Motoren-Upgrades, wenn du unter der Haube etwas ändern willst. Wer ist jetzt weg? Boss. Ja. Ich höre das ja nicht, weil ich Stream anhabe. Ja, moin. Was ist denn los bei dir? Da hat gerade mein Handy kurz auf Wiedersehen gesagt. Mehr Hubraum. Fabi, wir brauchen mehr Hubraum. Du bist jetzt nicht in einem GTR einen Engine Swap gemacht. Eventuell. Schande über dein Haupt, Alter. Schande über dein Haupt. Geh dich vergraben, Alter. Geh dich einfach vergraben. Ich geh nach den Stats, okay? Geh dich vergraben. Stats sind alles. Nein.
glaube, ich werde die Leistung niemals auf den Scheiß, auf die scheiß Straße kriegen. Na, scheiß drauf. Forza. Ich spiele jetzt eine Runde. Uno. Uno? Ja, ich springe jetzt eine Runde um. Nachdem ich es installiert habe. Noch Runde Uno? Ja, da bin ich voll. Ja, ich muss aber erst noch runter. Ja, ich auch. Achso, okay, ich bin fertig. Ich noch nicht, ich hab noch nicht mal begonnen. Sorry. Ich beende gerade das Spiel. Aber Gewichtsreduzierung ist doch immer nützlich, oder? Jo. Wenn ich mit der Karre driften oder so. Es sei denn, du möchtest Gelände fahren, dann lass Gewicht drin. Ich rede aus Erfahrung. Nee, möchte ich nicht. Ah, das ist ein Drifter eigentlich. Also so wie er vom Aussehen her aufbaut, ist es schon fast ein Drifter. Aber empfehlen bitte übrigens das Rennfahrwerk. Hm, bitte? Empfehlen würde ich dir das Rennfahrwerk. Ich glaube, das habe ich sogar tatsächlich drin. Nee, du hast das andere. Echt? Hier kannst du an deinem Antrieb basteln, damit du die ganze Zeit. Das ist Getriebe, Antrieb, Motor, Antrieb und Fahrwerk hier. Ich bin mal auf klar. Okay. Achso, ich hab das Sportfahrwerk drin, ups. Hab ich mich verklickt. Scheiße. Kriegt mir ein Renndifferenzial überhaupt was? Ja, klar. Ja. Rein damit. Kannst du halt die Diff-Einstellung verändern. Ach du Scheiße, stimmt. Ich kann ja auch noch Feintuning machen. Teile-Tuning ist ja nicht andere, alles in dem Spiel. Nee, das ist eigentlich das Geringste, was du da machen kannst. Das Feintuning ist das A und O. Na, dann gucken wir mal, was wir auch rein Schönes rausholen können, wa? Nu? Tunings finden. Die Mechaniker auf dem Festival archivieren alle Motorabstimmungen. Hier kannst du auf sie zugreifen. Sieh sie durch, lass ein Set bei dir verbauen und dann viel Spaß. Ah, hier mein Tuning. Ach, Ubisoft geht die Scheiße. Ja, Uno ist tatsächlich ein Ubisoft-Spiel. Yeah. Egal. Hab. Und es ist laut. Was hast du? Es lädt gerade was. Aber es soll nichts laden eigentlich. Danke. Ja, das ist halt, aber dann, wenn du von anderen Leuten die Tunings übernehmen willst. Warte kurz, es wird viel zu laut. Oh Gott, ich kenne mich hier damit doch gar nicht aus. Oh Gott. So, jetzt kann ich dich auch wieder verstehen. Kenne mich mit dem Tuning nicht aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt drauf an, fahr ersten Runde und dann sagst du mir, was für ein Gefühl du hast. Dann kann ich dir auch mal ein bisschen verraten, wo du rein investieren sollst. Was hast du nur umgebaut? Alles? Ja. Aber du hast noch Allrad drin. Ja. Okay. Das habe ich nicht rausgenommen. So brain dead war ich dann doch nicht. Egal. Gesagt, wir mal. Fahr erste Runde und dann. Ich würde gerade sagen, drehen wir mal eine Runde mit der Karre.
Halo Water Coupe. Geil. Das kriegt das Skyline. Immer so da. Ja. Das Auktionshaus? Ach so. Ja, okay. Das Auktionshaus ist genau das, was das Auktionshaus aussagt. Ja. Ovo. Warum Ovo? Keine Ahnung, ich bin Weeb, lass mich. Oh je. Oh je. Alter. Okay, ich sehe, was du meinst mit die Pushen sind zu dick. Was ist das denn? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich sehe es noch nicht. Ja, doch, ist ein bisschen dick, ne? Mhm. Was das mir auch gerade auffällt, braucht mehr Anpressdruck. Grüße an die Feder, das wird schmerzhaft. Eieiei. Durchgekauft das Skyline, erstmal den Arsch ficken. Herrlich. Der ist nicht für Offroad gebaut. Wie kommst du denn da drauf? Keine Ahnung. Abgesehen davon, dass der Finger nicht drunter passt, weiß ich es auch nicht. In 400 Metern links abbiegen. Er fährt mehr Offroad als irgendwie Straße. Ich müsste mir einen Subaru kaufen. Die Absperrungen wurden bei Gefahrenbereichen auf. Subra gibt's übrigens auch. Dann haben Alex und ich diese übergroßen Markierungen auf. Meine ich. Bin mir aber gar nicht sicher. Nee, ich glaub's nicht. Toyota haben sie nicht reingemacht, stimmt. Also es gibt Toyotas, ja, aber das sind nicht direkt. Der RAV 4 ist das, glaube ich, und noch irgendein. Also auf Drift habe ich die Karre schon mal auf alle Fälle nicht gebaut. Rechts abbiegen. Das heißt Reifendruck runter, Fahrwerk härter und irgendwas anderes noch. Handbremse ziehen, Heck schleudern lassen und zwischen den Flaggen durchdriften. Genau dafür bin ich heute Morgen aufgestanden. Unsere Technik-Nerds können dich nicht tracken, wenn du rückwärts fährst oder die Zone verlässt. Sorry. Du hast dein Ziel erreicht. Was? Was zum Teufel habe ich mir hier markiert? Ha? Was meinst du? Genial, oder? Ich kann noch mehr davon aufstellen. Wenn Kira mich lassen würde, würde ich ganz Großbritannien damit zupflastern. Aber die müssen reichen. Fürs Erste. Ja. Ich hatte mir doch das Rennen hier markiert. Warum zum Teufel hat er mich nicht zu dem Rennen geschickt? 100 Metern links abbiegen. Das, was du mir jetzt gerade gesagt hast mit dem Fahrwerk härter und Reifendruck runter, ist das fürs Driften oder nicht fürs Driften? Ja, das ist fürs Nicht-Driften. Sehr schön. Aber nicht Hardcore runtersetzen, ne? Nein, ist klar, Feintuning. Sondern so ein Mü. Das ist zumindest was Reifendruck angeht.
beim Fahrwerk kannst du wirklich schon eine Spur härter stellen. Ich wollte gerade fragen, wie geht's eigentlich deinem Skyline, aber ich kenne die Antwort. Nicht so gut. Wieso? Dachte ich mir. Naja, soll ich dir mal die Leber rausreißen und dich fragen, wie es dir geht? Ich hab das Getriebe auf der Autobahn verteilt. Warum machst du das? Ich hab einen Riss in der Getriebewand. Also, was heißt ein Riss? Ich hab ein Loch. So, das macht man nicht. Das nicht mit so einem Auto. Das war schon echt böse, Alter. Nee, das lag nicht. Das lag am Getriebe. Getriebe hatte vorher schon Knacks weg. Da fährst du noch damit? Weil wir es repariert hatten. Du hast dein Ziel erreicht. Hey, Spoiler anscheinend nicht. Solo-Koop PvP-Rivalen? Oh cool. Hallo Fox. Sehen wir uns mal die Horizon Blaupausen an. Damit habe ich unseren alten Festivalboss in Australien rumspielen lassen. Aber der ist nicht hier und so muss ich schauen, ob es ein frisches Blaupausentalent gibt. Mit Blaupausen legst du den Ort, die Art und die Geschwindigkeit fest. Jetzt erstmal zu den Autos. Jede Blaupause braucht ein Autothema. Diese werden von den Technikern bei der Automesse kuratiert, um für einen interessanten Wettbewerb zu sorgen. Wenn dir etwas nicht gefällt, kannst du sogar etwas Eigenes erstellen. Jetzt legst du die Autoklasse fest. Langsam, schnell, kleine oder große Motoren. Du baust auf grenzenlose Freiheit und lässt... Sorry. Letzter Touch. Dann geben wir deiner Blaupause einen Namen und veröffentlichen sie. Lege die Jahreszeit, das Wetter, die Tageszeit und bei einer Rundstrecke auch die Rundenanzahl fest. Das ist dein Rennen, bis ins kleinste Detail. Ach ja, stimmt. Es gab ja den Editor für die diversen Rennen. Hm, okay, cool. Und natürlich muss er cool klingen. Ist alles final? Sobald du fertig bist, können wir zum Testen übergehen. Glückwunsch zu deiner ersten Blaupausenveranstaltung. Und die Ehre, die Strecke als erster zu befahren, geht an dich. Zeig allen, wie es geht. Ich werde höchstwahrscheinlich niemals im Leben wieder diese Blaupausen-Editor benutzen. Warum? Keine Ahnung. Ist für mich das ein überflüssiges Feature. Ist ja nur ein Blaupausen-Editor, ist ja kein Strecken-Editor. Weiß ich, aber es ist ja für mich irgendwie ein überflüssiges Feature. Aber trotzdem cooles, trotzdem cooles. Weil du, wenn wir jetzt zum Beispiel bei einer Kolonne jetzt irgendwann im Vorsommer spielen, kannst du darüber einstellen und erzwingen, dass keiner eine overpowerte Karre fährt, ne? Das stimmt. Das ist natürlich cool. Dass wir jetzt zum Beispiel, ich sag mal, wenn du jetzt eine Runde am Stream bist oder so, dass wir mir sagen, okay, jetzt spielen wir nur American Muscle, ne? Ich will erstmal ein Muscle Car, hallo! Ich will erstmal ein Muscle Car kaufen. Ach, das kommt. Die schmeißen dich irgendwann zu mit Karren. Ich fand schon ziemlich heavy, dass ich am Anfang des Spiels zwei Autos geschenkt gekriegt habe. Oh, du kriegst immer wieder ein paar Autos geschenkt. Okay, ich muss an den Bremsen arbeiten. Ja, besser auch einstellen. Bremskraft verstärken.
und an der Lenkung, während ich bremse. Der reagiert das überhaupt nicht, wenn ich bremse und lenke. Das ist ja auch kein Arcade, ne? Also kein richtiges Arcade, sondern schon. Ja, ich tippe ja die Bremse bloß an, aber selbst dann fängt er an zu rutschen. Außen, innen, außen. Warte, man konnte den Schaden in dem Spiel auch anschalten, ne? Ja, du kannst auch. Also optisch gar nicht und Simulation. Dann hast du auch Reifenverbrauch. Hm, sehr schön. Werde ich nie anschalten. Verstehe ich auch nicht. Bei meinem Fahrstil? Ich glaube, ich hab's von mir auch nie an. Schaffst du es auch optisch? Ja, ich auch. Aber die Musik ist gut in dem Spiel. Das ist übrigens ganz geil, bei wenn du Lego zockst, dann nur optischen Schaden an. Weil dann fliegen dir die Lego-Teile weg. Ja. Da ist das Schadensmodell echt geil. Kannst die ganze Karre auseinanderrotzen. Schaurennen. Großartige Neuigkeiten. Ich habe einen Fahrer für unser erstes Schaurennen gefunden. Ein Neuling. Muss ich noch beweisen, aber hochtalentiert. Enormes Potenzial. Wird das Rennen unvergesslich machen. Also, Katze. Ja. Spielst du eigentlich online Multi Uno oder? Nö, gerade solo, aber ich kann jederzeit aufhören. Achso, na, weil ich eigentlich gegen dich spielen wollte, aber irgendwie. Der keine Ahnung. Ja, jede Menge Staub auf dem Festival aufwirbelt, lässt bei jedem Wetter jeden alt aussehen. Ich kann dich irgendwie nicht einladen. Denn jetzt wissen wir wohl nicht. Okay, du brauchst mich bei. Achso. Auf der Automesse schweben sehen. Geil. Sind wir gerade in Einladung sind? Nö. Cool. Ich sollte wohl erwähnen, dass wir herausfinden wollen, wer der beste Straßenrennfahrer hier bei Horizon ist. Einladen, ne? Also qualifizieren Sie sich selbst nach jeder Runde. Der Rest wird eliminiert. Willkommen in Runde 3. Ich erkläre dir mal, wie es läuft. Wir sind nicht Teil des Festivals, also haben wir unsere eigenen Regeln. Die besten Fahrer kommen weiter, der Rest fliegt. So läuft das in der Horizon Straßenszene. Ja, also, irgendwelche Einwände? Wo ist die Karte? Ah, Online-Spiel? Geht. Kannst du nicht eine Partie erstellen? Ja, ich bin schon bald dabei, eine Partie zu erstellen. Achso. Also an einer Partie teilnehmen. Ja, warte gerade. Scheiße, wenn ihr mir 10 Minuten gebt, spiele ich mit. Ja. Cool, mein Spiel ist nicht crashed. Wir sind mit dem Thema. Leute. Gesundheit. Gesundheit. Oh, scheiße Erkältung, Alter. Oh je. Meine Fresse. Jetzt habe ich dir eine Einladung geschickt. Nö. Doch. Nö. Ja doch. Na nee. Ja doch. Na nee. Hier. Ach nee, das war Joker. Hä, hey, hab wow. Ich dich nicht... Wie heißt denn du?
Bei Ubisoft. O. Ja, dann bist du das. Dann hast du jetzt eine Einladung gekriegt. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Stream, den werde ich jetzt hier abrupt beenden. Aber wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Danke für die 2 Follower, danke für den Host. Wir sehen uns beim nächsten Mal, höchstwahrscheinlich dann später. Bis dahin.